Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Knapp eine Woche nach der Explosion auf der tunesischen Ferieninsel Djerba halten die deutschen Ermittler den Attentäter für identifiziert. Die Bundesanwaltschaft geht davon aus, dass der getötete Fahrer des kleinen Lastwagens die Tat begangen hat. Seine Familie lebt bei Lyon. Auch die französischen Behörden prüfen, ob es Verbindungen zum Terrornetz Al-Qaida gibt. Die Bundesregierung dementierte, es habe eine Terrorwarnung gegeben. Das Bundeskriminalamt bestätigte aber, die deutsche Botschaft in Tunis habe eine Drohung gegen deutsche Produkte bekommen. In der tunesischen Hauptstadt gilt inzwischen als sicher, dass die Gasexplosion auf Djerba ein Anschlag gewesen ist. Denn auch die hiesigen Ermittler haben bisher keine eindeutigen Hinweise auf einen Unfall gefunden. Der deutsche Innenminister hat Berichte zurückgewiesen, seine Sicherheitskräfte hätten die Bundesregierung schon Anfang des Jahres vor Anschlägen in Tunesien gewarnt. Ich finde es unverantwortlich, dass solche Behauptungen in die Welt gesetzt werden, auch nur in Frageform. Es gab nichts dergleichen gegeben und deshalb kann ich das mit ganz klar dementieren. Das in dieser Zeitung veröffentlichte Bekennerschreiben nennt tatsächlich den Fahrer des Gaslasters, der selbst bei der Explosion ums Leben kam. Das hat die Bundesanwaltschaft bestätigt. Ein terroristischer Hintergrund ist deshalb wahrscheinlich. Angehörige des mutmaßlichen Attentäters leben in Frankreich. Sie hatten zuletzt Anfang des Monats mit ihm gesprochen. Er sei nie ein strenggläubiger Moslem gewesen. Das Bundeskriminalamt hat 7 eigene Ermittler an den Tatort geschickt. Sie haben so viel Material gesammelt, dass die Regierung nun hofft, die Tat werde rasch aufgeklärt. Das sind Erkenntnisse, die beruhen auf der Untersuchung des Ereignisortes und des Fahrzeuges, das dort verbrannt ist. Wir ziehen alle Möglichkeiten in Betracht, aber unter den in Betracht kommenden müssen wir auch Al-Qaida-Strukturen sehen. Bundesinnenminister Schily wird am kommenden Wochenende selbst nach Tunesien reisen. Er will weitere Ermittlungen mit den örtlichen Behörden abstimmen und sich über Einzelheiten informieren. Das Auswärtige Amt hat deutsche Touristen bisher noch nicht vor Reisen dorthin gewarnt. Von dem Moslem-Extremisten Bin Laden sind inzwischen weitere Videoaufnahmen aufgetaucht. Das Video ist heute von der arabischen Fernsehstation NBC ausgestrahlt worden. Ort und Datum der Aufnahme sind unklar. Auf einer Wiese in den Bergen sitzend begrüßt Bin Laden vor allem die wirtschaftlichen Einbußen der US-Wirtschaft nach den Attentaten vom 11. September 2001. Auch auf diesen Aufnahmen übernimmt Bin Laden keine direkte Verantwortung für die Terrorakte. Die Bemühungen von US-Außenminister Powell um eine Entspannung im Nahen Osten sind vorerst gescheitert. Nach einem weiteren Treffen mit Palästinenser Präsident Arafat sagte Powell, eine Waffenruhe sei nicht erreichbar, da Israel seine Militäroperation im Westjordanland noch nicht beendet habe. Powell reiste zum Abschluss seiner Nahostmission heute nach Kairo. Vor seiner Abreise aus Israel hatte er angekündigt, er werde zurückkehren und seine Bemühungen fortsetzen. Schon vor der Ankunft Pauls in Ramallah erklärte die palästinensische Seite die Vermittlungsmission für gescheitert. Die Panzer stehen noch vor Arafats Amtssitz, der palästinensische Präsident ist weiter isoliert. Doch für Arafat selbst war das Treffen ein Erfolg, denn für Amerika bleibt er der Gesprächspartner. 2 Stunden dauerten die Verhandlungen. Arafat machte offenbar keine Zusagen, Terroranschläge von Palästinensern in Israel zu unterbinden. Ein verärgerter Arafat nach dem Treffen. Ist das zu akzeptieren? Ich kann ja nicht einmal vor die Tür treten. Wie lange soll das noch dauern? Diese Isolierung muss doch Auswirkungen haben auf die Stabilität im ganz Nahen Osten. Im Flüchtlingslager Jenin wurden aus den Häusern zahlreiche Leichen geborgen. Und angesichts der Militäraktionen, das musste Paul einsehen, konnte formal kein Waffenstillstand abgeschlossen werden. Sharon hat mir aber einen Zeitplan zugesagt. Über das Wochenende soll der Rückzug abgeschlossen sein, so Paul auf einer Pressekonferenz. Außenminister Paul will schon bald wieder in den Nahen Osten zurückkehren. Bis dahin soll George Tenet, der Chef des US-Geheimdienstes, versuchen, seinen Plan vom vergangenen Jahr in die Tat umzusetzen. Mit einer 6-wöchigen Frist zur Eindämmung der Gewalt und Festigung der Waffenruhe. Und dann der Beginn von vertrauensbildenden Maßnahmen.
Bundespräsident Rau hat in Italien der Opfer eines NS-Massakers gedacht. Zur wichtigsten Station seines Staatsbesuches kam er heute in das Dorf Mazzabotto bei Bologna. Dort und in einem Nachbarort hatten im Herbst 1944 SS und Wehrmacht hunderte unschuldiger Bewohner gezielt getötet. Nur gegen zwei verantwortliche Offiziere gab es bisher Strafverfahren. Auf diese Geste der Versöhnung haben sie 58 Jahre lang gewartet, die Angehörigen und Nachkommen der Opfer des Massakers von Mazzabotto. Nach einem Partisaneneinsatz wurden hier 1944 über 700 wehrlose Zivilisten, unter ihnen 216 Kinder, von deutschen Soldaten als Racheaktion niedergemacht. Der Name Mazzabotto steht heute für eines der schlimmsten Kriegsverbrechen, das Deutsche in Italien verübt haben. Als Angehörige dieser Kriegsgeneration war es dem deutschen Bundespräsidenten und dem italienischen Staatspräsidenten besonders wichtig, hier an diesem Ort der Opfer von damals zu gedenken. Mit Bundespräsident Rau äußert sich auch zum ersten Mal ein deutsches Staatsoberhaupt zu diesem Kapitel der Geschichte beider Länder. Es ist schwer, an diesem Ort und vor Ihnen Worte zu finden, die dem Ungeheuren gerecht werden, das mit Worten kaum zu fassen ist. Ich denke an die Kinder und an die Mütter, an die Frauen und an die ganzen Familien, die an diesem Tag Opfer des Mordens geworden sind, und mich ergreifen Trauer und Scham. Die Verfolgung der Schuldigen verlief bisher teilweise mit stillem Einverständnis italienischer Behörden, mit wenig Energie. Auf die Vergangenheit schauen und aufarbeiten, was aufzuarbeiten ist, das ist die eine Botschaft, die von diesem Besuch in Mazzabotto ausgeht. Und die andere, in die Zukunft blicken, und die kann nach Meinung beider Präsidenten für Deutschland und Italien nur in einem geeinten Europa mit gleichen Partnern liegen. In Nordrhein-Westfalen durchleuchtet jetzt eine spezielle Einsatzgruppe aus Politikern, Staatsanwälten und Polizisten die Zustände in der Abfallwirtschaft. Hintergrund sind die Korruptionsvorwürfe im Zusammenhang mit dem Bau der Kölner Müllverbrennungsanlage. Ministerpräsident Clement sagte in Düsseldorf, auch geringfügige Verdachtsmomente bei der Auftragsvergabe für derartige Anlagen und in der übrigen Abfallentsorgung würden geprüft. Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie gibt es weiter keine Einigung zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern. In ganz Deutschland gingen erneut mehrere 10.000 Menschen auf die Straßen und forderten 6,5% mehr Lohn und Gehalt. Im traditionellen Pilotbezirk Baden-Württemberg wurden die Gespräche der 7. Verhandlungsrunde ohne Ergebnis abgebrochen und auf morgen vertagt. Beide Seiten betonten, eine Einigung am Verhandlungstisch erzielen zu wollen. Die Bundesregierung hat eine Erhöhung der Renten zum 1. Juli beschlossen. Für Rentner im Westen wird es 2,16% mehr Geld geben. Rentner in Ostdeutschland bekommen 2,89% mehr. Das ist in den alten Bundesländern die größte Erhöhung seit 8, in den neuen Ländern seit 5 Jahren. Abschiedsrede in Dresden. Vor seinem bereits im Januar angekündigten Rücktritt hat der sächsische Ministerpräsident Biedenkopf seine letzte Regierungserklärung abgegeben. Dabei zog er eine positive Bilanz seiner fast 12-jährigen Amtszeit. Unser Freistaat steht gut da. Er hat sich Ansehen erworben und dieses Ansehen, das er hatte, vermehrt. Zu seinem Nachfolger soll morgen voraussichtlich CDU-Landeschef Milbrath gewählt werden. Die Zahl alter Menschen über 80 Jahre wird in Deutschland stark zunehmen. Davon geht der 4. Altenbericht aus, den Bundesfamilienministerin Bergmann vorstellte. Sachverständige schätzen, dass in 50 Jahren 11% der Bevölkerung hochbetagt sein werden. Derzeit sind es 3,6%. Auch die Gruppe der über 60-Jährigen wird größer. Eine Enquetekommission des Bundestages empfiehlt eine längere Lebensarbeitszeit. Der Trend ist klar, die Deutschen werden immer älter. Über 10 Jahre beschäftigte dieses Phänomen eine Enquetekommission des Bundestages. Heute übergab sie Bundestagspräsident Thierse ihren Bericht. Eine Schlussfolgerung, die Deutschen werden länger arbeiten müssen, schon mit durchschnittlich 59 Jahren in die Rente. Das ist nicht weiter verkraftbar. Also eindeutig und klar, 65. Lebensjahr ist das im nächsten Jahr das Ziel, so wie es das Gesetz vorschreibt. Und dann im Jahr 2008 auch eine längere Lebensarbeitszeit. Allerdings dürfen dann ältere Arbeitnehmer nicht nur die Gänge des Arbeitsamtes füllen. Ein Thema im 4. Altenbericht, den Parallelfamilienministerin Bergmann in Berlin vorstellte. Dieser Jugendlichkeitswahn, den wir besonders in dem Bereich haben,
Das ist einfach, es ist nicht nur inhuman, es ist auch unökonomisch, weil die Gesellschaft beides braucht. Sie braucht natürlich Leute, die mit frischen Kenntnissen kommen, aber sie braucht das Erfahrungswissen der Älteren. Und der Altenbericht räumt mit dem Vorurteil auf, die Alten legen den Jungen immer nur auf der Tasche. 10% der Renteneinnahmen werden an die jüngere Generation zurückgegeben. 10% und sag mal, und nicht nur dort, wo man es dicke hatte. Überhaupt wollen die Älteren weiter in der Gesellschaft integriert bleiben. Der Rückzug ins Altersheim liegt bei den Rentnern nicht mehr im Trend. Der ehemalige US-Präsident Bush Senior ist für seine Verdienste um die deutsch-amerikanischen Beziehungen ausgezeichnet worden. Er bekam heute in Berlin den Erik M. Warburg-Preis vom Verein Atlantikbrücke verliehen. Dem Verein gehören 350 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens an, die sich um ein gutes Verhältnis zwischen Deutschen und Amerikanern kümmern. Zwar hat er den Golfkrieg gegen den Irak entschlossen geführt, doch den Diktator Saddam Hussein selbst hat George Bush damals verschont. Jetzt will sein Sohn George W. Hussein unbedingt beseitigen. Doch trotz strahlender Gesichter, Kanzler Schröder will keinen Militärschlag gegen den Irak. Bei der Übergabe des Warburg-Preises der Atlantikbrücke überließ er es seinem Außenminister, politische statt militärische Anstrengungen gegen Hussein zu fordern. Die regionale Stabilität darf nicht durch notwendig erscheinende Gegenmaßnahmen in Frage gestellt werden. Denn dies hätte ebenfalls fatale Konsequenzen. Wir müssen deshalb mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln den politischen Druck auf Saddam erhöhen, um ihn zu einer Einstellung der Produktion sowie zur Zerstörung und Beseitigung aller Massenvernichtungsmittel zu bringen. Bush ging nicht auf das Thema Irak ein, dankte der Bundesregierung aber für ihre Unterstützung beim Kampf gegen den Terrorismus. Meine Landsleute haben ihre Solidarität mit Amerika zur Kenntnis genommen. Wir haben ihre starke Antwort und entschiedene Führung bemerkt in diesem Krieg gegen den Terrorismus. Die eigentliche Auseinandersetzung aber steht erst noch bevor. Ende Mai kommt der jetzige amerikanische Präsident George W. Bush hierher nach Berlin und dann werden beide Seiten zum Thema Irak eindeutig Farbe bekennen müssen. Zur Zukunft des Berliner Schlossplatzes hat eine internationale Expertenkommission heute ihre Empfehlung abgegeben. Sie spricht sich mit knapper Mehrheit dafür aus, auf dem Areal des gesprengten Stadtschlosses einen Neubau mit barocker Fassade zu errichten. 1950 hatte die DDR-Führung das Schloss sprengen und später dort den Palast der Republik bauen lassen. Seit mehr als 10 Jahren wird hier Ödnis und Brachland beklagt. Der Platz, an dem einst Stadtschloss und der asbestverseuchte Palast der Republik standen. Abriss, Aufbau, nachempfunden alt oder völlig neu. Die historische Mitte endlich zu gestalten, noch immer ein Vorsatz. Eine Expertenkommission hat Empfehlungen vorgelegt, die nun geprüft werden müssen. Das heißt, Nutzungskonzept sowie private und öffentliche Finanzierungsmodelle sind zu präzisieren. Es folgt ein Architektenwettbewerb. Auf dem Grundriss des alten Hohenzollernschlosses soll laut Vorschlag des Gremiums ein Neubau entstehen mit barocker Fassade an 3 Seiten und innen Museum, Bibliothek, Veranstaltungsbereich plus Gastronomie. 500 Jahre Vergangenheit standen hier am einst prächtigen Schlossplatz. In den letzten Kriegstagen brach ein Brand aus und 1950 ließ DDR-Staatschef Ulbricht den Rest einfach wegsprengen. Auf den Trümmern entstand 1976 der Palast der Republik für Parteitagsinszenierungen, Volkskammertagungen, Kultur und Tanz für alle. 1990 wurde der Bau geschlossen. Kritiker bemängeln ein unausgereiftes Konzept und verweisen zusätzlich auf geschätzte knapp 700 Millionen Euro Kosten. Ende der Debatte und möglicher Baubeginn also weit entfernt. Von Dezember an soll es auf dem Telefonmarkt noch mehr Wettbewerb geben. Das Bundeskabinett beschloss heute, auch in den Ortsnetzen das Call-by-Call-Verfahren einzuführen. Bei Ferngesprächen waren dadurch die Gebühren deutlich gesunken. Bayerischen Drogenfahndern ist es gelungen, einen internationalen Ecstasy-Ring zu zerschlagen. Die Pillen wurden in Stühlen oder Bilderrahmen versteckt. In verschiedenen Ländern konnten mehr als 20 Verdächtige festgenommen werden. Das Bayerische Landeskriminalamt geht davon aus, dass sie mit mindestens 800.000 Ecstasy-Tabletten gehandelt hatten. Die Pillen wurden vermutlich in den Niederlanden hergestellt und waren für den Versand nach Spanien, Nordamerika und Australien bestimmt. München war offenbar die Vertriebszentrale des Drogenrings.
Der Opernregisseur und Bühnenbildner Herbert Wernicke ist tot. Er starb im Alter von 54 Jahren in Basel. Wernicke war für seine häufig umstrittenen Inszenierungen bekannt und galt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Opernregisseure. Er hat unter anderem für die Salzburger Festspiele und in München, Venedig, Madrid und New York gearbeitet.